Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 14 von Simutrans mit dem Comic Pack. Ja, dieses Schifflein fährt hier leer rüber und wir müssen gucken, warum es in dieser Richtung jetzt, obwohl in dieser Richtung fährt es ja, ne? Hier stehen Passagiere, die leider nicht nach Bayreuth wollen, aber wir haben hier schon auf jeden Fall Leute stehen, die von Bayreuth nach hier wollten. Also wir müssen gucken, warum geht es andersrum nicht und warum, wie können wir es lukrativer machen, dass da welche hinwollen. Das ist das Entscheidende. Wenn wir hier gucken, hier sind auf jeden Fall Leute nach Gütersloh, Lüneburg und Zweibrücken. Aber warum ist es nicht andersrum, ne? Das ist die Frage. Oder sind hier welche drinne und wir wissen es nur nicht? Nee, da ist niemand drinne. Hier war auch noch eine Kutsche. Ah, die Kutsche können wir gerade schlecht erreichen. Hier sitzen noch drei, die nach Bayreuth-Waldhafen wollen. Okay, da fährt gerade die Kutsche nicht in die Richtung. Zweibrücken, Lüneburg, Aachen, alles wollte er. Ja, ist klar, auf der Seite des Hafens stehen die sicherlich andersrum. Hier ist leider auch niemand drinne. Und jetzt noch in dieser Kutsche ist auch niemand dran. Also Bayreuth ist bald leer, weil alle woanders hin wollen. Allerdings sollten wir vielleicht überlegen, ob wir Bayreuth mit Willig anschließen, dann wird es bestimmt lukrativer. Müssen wir gucken nach dem Intro. So, das wäre dann eine Straße, die wir da hinbauen. Aber ich bin, hier fährt der Zug gerade vorbei, da können wir rein. Hier war auch noch eine Kutsche, die wir wegmachen mussten, hatten wir, glaube ich, gesagt. Ein Passagier von Bayreuth. Ah, da will nach Bayreuth Rathaus tatsächlich einer. Guck an, also doch, die Richtung geht auch, aber leider sehr minimalistisch. Zwei Brücken, Waldbahnhof. Ja, genau, gut, okay, dann ist da ja doch was gegeben. Aber ja, das Schifflein ist jetzt auch gerade weg. Das muss dann in der nächsten Runde passieren. Und hier stehen dann noch genügend Leute, die nach Gütersloh etc. wollen, ne? Bad Mergentheim, ganz weit. Köln auch relativ weit. Neubrandenburg auch sogar weiter wie Gütersloh alles. Außer Gütersloh ist das nächste eigentlich. Sind 21 Passagiere, die da schon fahren wollen. Das passt dann schon. Und hier ist die Kutsche, die wir eigentlich wegmachen wollen. Kann ich die kriegen? Ja, da. Die hat jetzt tatsächlich noch 6 Passagiere, aber die machen wir mal so, dass die nicht mehr lädt, weil hier unten haben wir ja jetzt alles mit dem Zug angeschlossen. Die machen wir auf Ausmustern und dann kann das weg. So, zwei Brücken hat natürlich hier auch Passagiere. Hier gibt es auch 35 Leute nach Bayreuth. Wow. Okay, alles klar, dann wollen wir da nicht meckern, dass Bayreuth nicht angeschlossen ist. Hier ist noch eine Dingens, ja, der Kutsche. Die Kutsche könnten wir dann eigentlich zur Kirche schicken. Dann machen wir die nicht auf Ausmustern, sondern wir machen dort eine neue Anbindung vielleicht hin. Ja, 29 Passagiere sollte vielleicht klappen, oder? Dann machen wir hier das hin und das hin. Und na, ich glaube, die müsste jetzt erst angekommen sein. Aber wir können erstmal noch eine Linie bauen. Neue Linie. Ist das weg? Ist trotzdem noch ein Regionalbus, denke ich, weit weg von der Stadt. Zwei Brücken. Kirche machen wir daraus, ne? Passt, ja. Dann den Halt hinzufügen und den Halt hinzufügen. Dann passt das erst. Der macht aber nicht laden. Lüneburg zwei Brücken, das können wir definitiv dann rausschmeißen. Ne, da braucht man das nicht. Doch, oder? Ne, Fahrplan. Ne, da nicht. Da anklicken und Linie löschen, da anklicken. Passt. So, die anderen fahren noch. Er fährt auch noch. Vielleicht machen wir gerade schneller, dass das erledigt ist. Da kommt auch der Zug. Der muss ja jetzt schon fast voll sein dann, ne, oder? Okay, der fährt aber tatsächlich erst noch nach anderen Richtung weiter. Okay, da müssen wir dann tatsächlich überlegen, ob das so richtig ist, weil die 35 nach Bayreuth, die dauern ja dann schon länger, ne? Der hat ja jetzt noch eine weite Reise bis nach Gütersloh, ne? Ja, wenn er dahin fährt. Dann sollten wir gucken bei 42 Passagieren und 35 in die andere Richtung. Wahrscheinlich steht in Gütersloh ja auch noch einiges, die dann hier runter wollen. Bad Zwischenahn, Bayreuth 3, Bayreuth 4 sind 7. Zwei Brücken ist da unten auch. Und zwei Brücken, oh, das heißt, wir würden
sinnigerweise da vielleicht einen zweiten Zug auf die Strecke bringen. Dafür müssen wir aber Ausweichen bauen und sowas. Das werden wir mal gerade gucken, dass wir das noch machen. So, den können wir aber erstmal schließen und wir sind bei der Pferdekutsche, die jetzt hier ankommt und leer wird. Dann können wir die zum Dingen zwingen, zur Kirche schicken. Einmal bitte darüber. Alle entladen, ne? Hat er. Gut, Fahrzeugdetails. Ist nicht laden, ändern wir. Und Fahrplan ändern wir dann auch. Und das war Zweibrückenkirche. Dann dahin. Der fährt natürlich zuerst zur Kirche, ne? Ja, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, den lassen wir fahren. Müssen wir gucken, wie weit der sich da ergibt, na, mit der Zeit, ne? So, das ist der Regionalbus, kann weg, löschen, weil nicht mehr benötigt. Das andere fährt erstmal. Damit haben wir das geklärt hier. Das ist ja schon mal gut. Den Hafen und so weiter. Ja, lassen wir alles so. Wir können die Straße abbauen, aber mag ich jetzt nicht tun. Lass uns mal hier nochmal reingucken, was macht unsere Marge denn? Die monatliche gucken wir uns an, aber das war bis jetzt immer alles hier im Plus, glaube ich, ne? 12, ja. Jetzt sind wir noch ein bisschen miese. In diesem Monat 471. Der Monat ist aber noch jung, deswegen ist alles gut. Das sieht erstmal gut aus. So, dann ist dann, ja, okay, Bayreuth ist dann angeschlossen im Endeffekt. Jetzt ist die Frage, wie geht man weiter vor? Wir haben diese Kutsche umgeändert. Wir fahren hier mit vielen Kutschen gerade zur Burg hin, was vielleicht nicht unbedingt sinnig ist, weil alle fahren hier ziemlich leer. Ich glaube, da machen wir mal ein paar weniger hin. Mach den auch mal auf Ausmustern. Da stand ist ja auch keiner drin, ne? Oder? Ja. Die hatten wir, glaube ich, von der ganzen Samtstrecke runtergenommen, ne? Da sitzen drei drinne, okay. Das heißt, die anderen, ich glaube, die können wir alle ausmustern. Ja, wir fahren mit ein paar dahin, aber bestimmt nicht mit so vielen. Hier sind auch noch mal drei drin, das ist ja dann okay. Und hier sind sogar sechs drin, okay. Aber wir haben jetzt hier noch eine leere Kutsche, die wahrscheinlich das da ist. Die waren, glaube ich, drei dran, ne? Das ist ja die obere hier. Also ich glaube, damit kommen wir auch hin, ne? Das Städtchen hat jetzt eine Größe von 265. Und hier stehen Passagiere, die nicht zur Burg wollen, oder? Nein. Okay, dann lassen wir das erstmal mit den Vieren bestehen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht ergibt sich ja was. So, der Zug fährt jetzt bestimmt nicht nach. Doch, der fährt tatsächlich nach Zweibrücken. So schnell ist der hier oben. Hat auch voll geladen. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir dort Ausweichen erstmal hinkriegen. Damit die hier. Ich denke mal, wir machen hier eine hin. Und da oben kann er ja schon ausweichen und hier unten würde ich auch noch irgendwo eine hinmachen. Hier vielleicht. Ja. Signale dann noch. Da auch noch. Das war zu viel und da oben ist ja schon. Ist denn da richtig für uns auch? Ja, ne, haben wir richtig gemacht. Ja, ist schon passend. Gut, das bedeutet jetzt zum Lokschuppen und noch einen Zug ausholen, damit wir dort. Hier kann kein Signal aufgestellt werden. Genau, das ist klar. So, noch eine Lok raus.
Und die Lok fährt dann bitte schnellstens auf den Fahrplan nach. Wo ist sie denn? Gütersloh, Zweibrückenhafen. Hat er? Starte mal. Fährt er vor dem anderen her? Ich glaube nicht, ne? Aber er kommt hier noch raus. Das könnte sein, dass er sich den reserviert hat und der da halten muss. Dann ist das, glaube ich, ganz passend. Jetzt knallen sie hier gleich zusammen. Aber die hält. Okay, 59 Passagiere von 62, das ist auch ein guter Wert. Er muss ja sowieso erstmal hier laden. Warte mal. Jetzt ist das verrutscht. Wo ist er? Da unten ist er. Erster Halt ist Gütersloh Rathaus, dann passt das, ja. Stehen da welche noch? Bestimmt, oder? Bayreuth stehen auf jeden Fall hier 6, 9er. Zwischenahn. Nee, da will er gar nicht hin. Da unten. Ach Gott, ich glaube, der wird ja fast noch voll, oder? Gucken wir mal gerade. Wie will der Platz finden? Na, voll nicht, aber einiges. 55 von 62, das ist doch schon mal gut. So, und dann wird sich das dann einpendeln. Er fährt jetzt hier erstmal nach Zweibrücken noch. Hat da noch Passagiere, 35, die nach Bayreuth weiter wollen. Und selber hat er 53, alle wollten nach Zweibrücken hier. Okay, das heißt, wir müssen jetzt 35 rein, die nach Bayreuth wollen, ne? Genau so ist es. Das steht erstmal gut da, würde ich sagen. Fährt zur Burg. In der Burg stehen noch drei, die nach Bayreuth wollen. Und am Hafen stehen da noch ein paar, die wir auch wieder zurück wollen. Ah, ich denke, das können wir aber auf jeden Fall so lassen. Das ist eine lange Strecke. Da wird sich was ergeben, oder? Hier sind tatsächlich jetzt zwei Fahrgäste drin, die übers Wasser geschippert sind. Geschippert. Geschippert. Hier steht einer noch für Bayreuth. Okay, das heißt, da gab es auch einen Rückweg. Hier gibt es noch drei für Lüneburg Rathaus. Oh, das sind weit die Besucher dieser katholischen, orthodoxen Kirche. Hier kommen noch Passagiere. Wollen auch welche übers Wasser. Ich glaube, Bayreuth-Waldhafen wollen sie alle. Keiner will zur Kirche. Na, dann sind wir hier. Keiner will zur Kirche. Okay. Ist erstmal gut, oder? Und hier sammeln sie sich jetzt wahrscheinlich. Okay, nur drei, das geht ja. Und Bad Mergentheim ist quer über die Karte sozusagen, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie sieht's denn hier aus? In Willich. Sechs Passagiere stehen hier. Kutschen kommen da gerade erst. Die erste Kutsche ist voll. Die zweite Kutsche ist leer. Die dritte Kutsche ist leer. Das läuft da gerade nicht so gut. Die Wegfahrenden. Leer. Da sind drei drinne. Sorry. Also das läuft hier nicht so gut auf dieser Seite. Bayreuth läuft wahrscheinlich schon besser, aber das kriegen wir bestimmt auch in den Griff, wenn wir Bayreuth anschließen würden, ne? 6 von 6. Und auch nochmal 6 von 6. Hier auf dieser Seite ist es besser. Und da sind auch 6 drin. Okay. Und Ettlingen haben wir hier auch noch welche. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir machen das mit Bayreuth, oder? Bayreuth Wittlich. Willig. Die verbinden, oder? Ich würde jetzt tatsächlich eine Bahn hier legen wollen. Oder? Eine Bahn von hier nach da oben. Vielleicht ergibt sich das dann besser. Hier wäre Bahn auch nötig dann eigentlich, weil da ja auch schon weniger mehr los ist. Andere Projekte wären dann hier Inseln anzuschließen, ne? Hier, was macht denn hier unser Gefährt hier? Ah, fährt keiner mit, ne? Haben wir nur eine Kutsche drauf? Kann da sein? Ja, sieht so aus. Hier wartet niemand und da unten wartet auch niemand und die Kutsche pendelt da so hin und her. Ist hier ein bisschen Verlustgeschäft dann, ne?
So, wie sind die anderen Geschichten? Hier auf der Insel ist, oder Teilinsel, Halbinsel ist nichts drauf. Ah, jetzt verrutscht das immer. Hier oben war was drauf, Schwabendorf. Schwandorf. Und da ist Lippstadt. Lippstadt hätte hier eine Kirche. Ich glaube, wir machen das hier, dass wir hier rüber gehen. Schwandorf, die Kirche und Lippstadt verbinden. Und hier haben wir Erlangen. Wie sieht es denn in Erlangen mit unseren Erträgen der Kutschen aus? Ja, hier läuft's. Hier wollen alle zur Kirche. Ja, alle nicht, aber einige. Wir stehen hier, niemand. Stehen da jetzt welche? Auch niemand. Okay, aber sechs sind unterwegs, das ist schon mal eine bessere Nummer, ne? Ja, hier sieht es dann so aus, dass hier unten auch so nichts ist. Mit N. Ja, ich glaube, wir werden in der nächsten Folge mal schauen, dass wir Bayreuth mit Willich anschließen. Und dann werden wir hier auch eine Schiffsverbindung machen. Schwandorf mit Lippstadt, denke ich mal. Und hier die Schiffsverbindung rüber, da Kutsche, die Kutsche nach von da nach da und von da nach da und von da nach da mit dem Schiff, beziehungsweise hier müssen wir auch Kutsche machen. Das wird die nächste Sache in der nächsten Folge sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!